begleitet uns heute ins Magic Kingdom. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag 7. Ja, die Hälfte der Zeit ist schon rum, hier in Orlando. Heute ist es endlich soweit, nach einer Woche besuchen wir aber das Magic Kingdom. Wir waren gerade eben im Topolinos frühstücken im Riviera Resort. Und das Video ist bereits online, das könnt ihr euch gerne mal anschauen, das war sehr, sehr lecker. Und ja, wir gehen jetzt ins Magic Kingdom rein, ich freue mich sehr, das Wetter ist wirklich ein Traum. Kein Wölkchen am Himmel, es soll auch die nächsten Tage überhaupt nicht regnen, ich freue mich sehr. Wir haben schon Genie Plus gebucht für Jungle Cruise und Seven Dwarfs Mine Train und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet heute. So, jetzt sind wir hier auf der Main Street. Ja, hier seht ihr jetzt ein bisschen was von der Halloween-Deko. Und da ist es. Das Schloss. Also von der Musik her und so wird man denken, man ist in Paris. Erkundungstour und ja, wir haben einen Genie Plus für Splash Mountain. Ich glaube, ich habe eine Abkühlung. Heute ist es sehr, sehr warm, aber wenigstens keine hohe Luftfeuchtigkeit mehr. Ja, ich versuche schon mal jetzt ein paar Eindrücke aus dem Adventureland zu zeigen. Wir gehen jetzt hier aufs Treehouse. Hier war ich beim letzten Mal auch nicht. Mal gucken, was wir hier entdecken können. We'll be right back.
Es ist Zeit für unser Splash Mountain Genie Plus Lane. Und ja, ich bin es eben ja noch nicht gefahren, weil es ja renoviert wurde. Und ich werde es danach wahrscheinlich auch nicht nochmal fahren können, weil es geschlossen wird und umdekoriert wird in Tianas Batu irgendwas. Also in Tiana küsst den Frosch. Also das heißt, es wird für mich das erste und das letzte Mal Splash Mountain sein. Bin sehr gespannt. Thank you.
Ihr seht, Pirates ist leer. Pirates war nämlich down und wir lagen auf der Lauer in der Ecke und haben gewartet, bis sie aufmachen. Und ja, hier sind wir, die Ersten. Richtig gut. Also können wir das jetzt auch noch mitnehmen. Eben war hier, glaube ich, auch Wartezeit von 50 Minuten oder 55 sogar. War heute Morgen aber auch schon mal down. Also es war eine richtig gute Taktik. Wir sind jetzt Pirates gefahren. Ich finde aber immer noch unseren Pirates in Paris ein bisschen schöner. Sagt Prina aber auch, ne? Ja. Wir haben jetzt so schöne Pirates-Ohren gefunden. Ja, hier gibt es ja zu jeder Attraktion gefühlt tonnenweise Merch. So, jetzt geht's zur Jungle Cruise. How many here are you guys for, right? Three? Legally, I cannot disclose more. Anyways. No, it's a python! You guys know I can tell a python and not a boba. Because, look, it's a python. I'm back to the open, but I still don't remember this. Do you know what elephant is? Elephants, yeah, they're the best marine. I know I wish I had a moment. That really helped my job. Oh, you guys, look, it's an elephant. You know, a fun fact about elephants, they're the best marine in the jungle. I know, I wish I had a mama like that, it really helped. I know, you guys! You guys, look! It's some lions watching over a sleeping zebra! Aww! Aww! We are now in a pool of hippos. Yeah, these are some dangerous creatures. They sank six. Uh-oh. They sank us. Seven boats last week. But don't worry, okay? Only six of them are mine. Yeah, here you guys go. Scare them off the same way I scared them. I love you! Anyways, you know, you guys, perhaps next time they should make those in little crates smaller than the butterflies they want inside of them. But it's a wonder of the world. Doch gar kein Fazit zur Jungle Cruise gegeben. Also, wir hatten leider einen nicht so tollen Fahrer, wenn man das so sagen kann. Irgendwie, ja, klar, die Cruise hat halt flache Witze, aber irgendwie, wie man sie auch rüberbringt. Ja, nein, es regnet nicht. Ich sitze hier unter meinem Sonnenschirm. Ja, ich habe mir so einen Schirm gekauft bei Amazon, der auch innen beschichtet ist und UV-Strahlen abhalten soll. Weil wir sitzen jetzt hier und warten auf die Parade und es knallt die Sonne auf die Main Street. Es gibt halt kaum Schattenplätze. Deswegen sitze ich hier auf dem Boden. Rina ist beim Fotoboss-Fotografen und ja, ich habe sagen, ein bisschen Schatten. Ist sehr angenehm. Also ich glaube, in der prallen Sonne jetzt noch eine halbe Stunde warten, schmelzt ja jetzt schon weg. Ja, wir haben ja gestern bei Target hier diese Starlight Cola gekauft, Limited Edition. Bei uns ist die ja überall ausverkauft. Und wenn du sie irgendwie im Internet kaufen willst, sauteuer. Hier im Target gestern gab es sie in Hülle und Fülle. Ja, die probiere ich jetzt mal und ich bin sehr gespannt. Oh, Mama! Mama!
special delivery. Rowing in a rowboat down the stream. Though I'm one disgusting glider, I'm a mover, not a fighter. Cause we can loop inside, I've got a dream. He's got a dream. Ja, wir haben jetzt die Parade geschaut und ich habe euch mal auch den Ausschnitt von dem mit dem Drachen eingeblendet. Ich werde auch die Parade nochmal, denke ich mal, komplett hochladen. Ja, ich finde es schön. Es sind sehr viele Charaktere, die natürlich bei uns sind. Es ist hässlich. Nein, es ist schön. Es ist hässlich. Sehr viele Charaktere, die wir in Paris nicht haben. Aber der Drachenpart, den finde ich in Paris viel besser. Und die Musik. Und Brina sagt die Musik. Ja, ist halt jetzt nicht hier so catchy gewesen, aber der Drachenbart ist halt bei uns gruseliger gemacht. Hier darf man halt ja alles nicht, ist ja, muss alles nicht gruselig sein. Hier gibt es die geilen Spring Rolls. Ja, wir gehen jetzt Richtung Big Thunder Mountain. Nächste Lightning Lane steht an.
eher mein Arm. Wildest Ride in the Wilderness. Ja, sind wir gerade gefahren. Und ja, Molly Brown, da fährt sie. Ja, unser Big Thunder Mountain immer noch besser, viel besser. Sehr kurz, 3 Minuten geht die Fahrt und ist auch sehr wackelig. Also habt ihr bei den Aufnahmen wahrscheinlich gesehen. Ja, wir fahren jetzt zu Tom auf die andere Seite der Insel. Tom Sawyer, der hat eine Insel und da schauen wir uns noch ein bisschen um. Und ich brauche gleich ein Eis. Wir wollen uns dann gleich nämlich einen Dole Whip bestellen über Mobile Order. Das ist wirklich sehr nötig gerade. Lava, genau, siehst du, da haben wir es. Also, okay, ist ein ich habe I love you. Sunshine und wie Lava. Hat wirklich so Sparkelglitter. Und hier beim Sunshine Tree Terrace kostet $7. Da ist Fanta, Strawberry drin, Passion Fruit, Vanilleeis und Popping Bonbons. Die hört man knistern. Guck, hörst du es, Prina? Ja. Guten, schmilzt. Ja, mein Eis war lecker, aber ich habe auch nicht so viel schmecken können, denn meine Nase ist immer noch zu. Aber das, was ich geschmeckt habe, war gut und es war sehr interessant, weil es hat gebitzelt und gebatzelt. Als hätte man so eine Ahoi. Als hätte man so eine Ahoi. Du sollst doch nicht lügen. Ich erfinde gerne neue Wörter. Das ist nicht lügen. Sagen darf man. Nee. Lügen darf man nicht. Lügen darf man nicht sagen. Ich lüge ja auch nicht. Ich habe nur ein neues Wort erfunden. Genau. Also es hätte man so eine Ahoi-Brause mit Eis gegessen, so ein bisschen. Sehr interessant auf jeden Fall. Und jetzt geht's zu Haunted Mansion. Da wird das nur so angeleuchtet. Sensitive to bright lights. Oh,
So, für uns geht es jetzt auf Seven Dwarfs Mine Train. Haunted Mansion sind wir gefahren, wir haben eine kleine Parade gesehen. Ja, jetzt geht's auf Seven Dwarfs. Heute ist wieder Schlag auf Schlag. Heute ist Schlag auf Schlag. Was wollen wir eigentlich essen? Hä? Was wollen wir eigentlich essen? Demnächst mal eigentlich. Demnächst mal, ja. Ah. Aber Magic Kingdom ist halt auch der Park, wo man am meisten abklappern muss. Aber nach Winnie-Pooh haben wir ein bisschen Zeit für was essen zu gehen eigentlich. Das stimmt. Und dann ist auch schon Feuerwerk dran. Dick, 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 dick
Ja, das war Seven Dwarfs Mine Train. Ich liebe die Bahn, macht sehr viel Spaß, auch wenn sie kurz ist. Und wir dafür $12 bezahlt haben, weil wir nicht anstehen wollten. Gerade ist übrigens 50 Minuten Wartezeit. Was geht dafür tatsächlich? Aber wir haben $12 dafür bezahlt für die Lightning Lane, weil wir nicht anstehen wollten. Ja, fand ich toll. Ich liebe sie. Wir gehen jetzt zu Winnie the Pooh, was gerade die Wartezeit 35 Minuten hat. Wir haben aber wieder ein Genie Plus gebucht. One day, in a hundred acre wood, the east wind created a busy day. Winnie, 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 for food. If you ask me, he'll never reach that tree. Why me? Why me? Oh dear, can anyone talk to you? With me. Confirmation feels just great, doesn't it? Follow me! Right this way. I almost bounced right out of the ride. Wow. Watch out for Everlumpkin Noodles. They steal honey. Die Sonne ist so langsam untergegangen und wir haben uns jetzt wieder was zu essen bestellt im Columbian Harbor House. Da habe ich beim letzten Mal ja schon gegessen und Dein DLP hat es auch empfohlen. Brina ist ja bei Dein DLP. Und genau, da gehen wir jetzt hin, holen unser Essen ab. Die Sonne ist auch schon fast weg, also es wird schon langsam dunkel. Das ist Schluss. Und das Feuerwerk ist um 21 Uhr, aber der Park hat bis 23 Uhr offen. Das ist tatsächlich anders. Als ich im Januar da war, war Feuerwerk zu Parkschluss. Jetzt ist das Feuerwerk mittendrin, also um 21 Uhr. Der Park hat bis 23 Uhr offen. Das heißt, wir können nach dem Feuerwerk noch was fahren und hoffen, dass dann auch weniger los ist. So, für uns gibt es was zu essen. Ich habe mir das Kindermenü im Columbian Harbor House bestellt. Fried Shrimps mit Pommes und Reis. Ja, ist eine komische Kombi, aber so kann man es bestellen. Plus Apfelsaft. Ranch-Soße und hat $8 irgendwas paar zerquetschte gekostet. Ja. Good evening. Tonight we gather
in a most enchanted kingdom. One overflowing with magic. The Walt Disney World is a tribute to the philosophy and life of Walt Disney. May Walt Disney World bring joy and inspiration and new knowledge to all who come to this happy place. Imagine a kingdom where the young and heart of all ages can laugh and play and learn together. Dedicated this 25th day of October, 1971. The magic of dreams come true is calling out to you, inspiring each of you to wish upon a star. Follow your hearts and discover a world full of wonder. Like those who have answered the call, if you allow your dream to be your guide, you may be surprised by what you discover, so long as you simply believe. Feuerwerk geguckt und es war sehr schön. Ich finde Enchantment schön, aber ich kann halt es nicht vergleichen zu Happily Ever After. Also ich habe natürlich Happily Ever After mal auf dem Fernseher gesehen, aber nicht in real. Und deswegen finde ich Enchantment wirklich sehr, sehr schön.
Tinkerbell hat aber leider Urlaub. Die ist nicht geflogen. So, jetzt geht's zu Small World. Your attention. Please remain seated. This ride has stopped temporarily and will resume motion at any time. Please remain seated for your own safety. Thank you. Thank you.
to your right onto the moon belt and watch your step. Please do not lift up. Alle drei Attraktionen, die wir machen wollten, haben wir geschafft. Kurzes Review zu Peter Pan. Also ich finde irgendwie hier den ein bisschen schöner tatsächlich, auch irgendwie gefühlt länger als der bei uns. Aber Brina sagt genau das Gegenteil, also Geschmackssache. Ich habe aber in meinem Gefühl, dass ich es mir nicht gut empfinden kann. Aber Brina, du musst so lachen. Weil wir haben eben rausgefunden, wie das mit den Magic Bands funktioniert. Also passt auf, ich zeig's euch mal. Wir standen die ganze Zeit so. Und einfach... Einfach winken. Und jetzt ist sie dann halt zu der Figur, zu Pinocchio hin. Und die anderen Leute haben uns wirklich sehr dämlich angeguckt. Jetzt schon die letzten drei Tage. Ja, weil es wohl nie geklappt hat bei uns. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Fahrt mir besser gefällt. Es gibt, ich will mich da bei dieser Fahrt jetzt nicht festlegen. Bei Peter Pan möchte sie sich nicht festlegen. Muss man ja auch nicht. So, wir holen jetzt unseren Hut noch ab, den wir besticken lassen haben. Den zeige ich euch gleich noch. Und dann geht's nach Hause, weil der Park schließt schon in 15 Minuten. Dann haben wir nämlich schon 23 Uhr. So, den Hut habe ich mir gekauft. Sie dann findet mir sehr lächerlich. Aber Brina sammelt die ja von jedem Park und das wird mein erster sein als Walt Disney World. Werde ich mir dann auch mal
zulegen und sammeln. In Paris gibt es sie ja nicht. Einziger Park, der nicht hat. Und ich habe meinen Namen. Paris hat Geschmack, sagt genau. Sie dann. Und da steht Moni drauf. Kann man sich hier besticken lassen. Kostet aber extra, $5. Und der Hut 20. Wir sind jetzt draußen aus Magic Kingdom. Wir hatten wirklich einen langen, erfolgreichen Tag, würde ich sagen. Es war sehr anstrengend. Und ja, wir gehen jetzt zum Disney-Bus. Rina ist schon fertig. Crocky. Sie hat schon gesagt, sie beschwert sich nie wieder bei Disneyland Paris und laufen. 3 Tage im Disneyland Paris sind ja witzig. 3 Tage ist Urlaub im Disneyland Paris. Ja, morgen geht's in die Hollywood Studios und abends dann auch noch nach Disney Springs. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Nö. Dann sag halt nicht. Jetzt mal. Hallo, 2 Vlogs weniger wegen Ian. Du hast einen Ian-Vlog dafür. Ja, ein Ian-Vlog, ein kleiner Vlog. Ja, also morgen in die Hollywood Studios, begleitet uns gerne und abends nach Disney Springs. Ich habe mich nicht beim Schlafen gefilmt, wieso? Interessiert mich, was wir so zeigen in diesem Vlog. Ja, wir haben ja von den 48 Stunden, in denen wir im Zimmer waren, 36 geschlafen. Die Leute wissen es schon, die haben es ja schon geschafft. Weil das sind ja alles ja, aber vielleicht, fleißige Zuschauer. Ja, die Fleißigen wissen das, aber die nur Magic Kingdom sich anschauen wollen, wissen das ja nicht. Die können sich ja jetzt den Hurricane-Vlog nur anschauen. Im Nachhinein. Genau, also morgen Hollywood Studios. Freust du dich? Ja. Dein letzter Park. Ey, morgen habe ich alle Disney Parks weltweit geschafft. Also Freizeitparks, weil Wasserparks ab zu. Müssen wir leider außen vor lassen, aber alle Freizeitparks habe ich dann geschafft. Das Ziel habe ich auch noch in meinem Leben. Kommt irgendwann in den nächsten Jahrzehnten. So, damit verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns morgen in aller Frische wieder. Ciao!